Das war ein gelungener Anfang. Ich will Ihnen von einem anderen Clown erzählen. Der Søren Kierkegaard, ein dänischer Dichter, der hat berichtet, wie in einem großen, gut gefüllten Theater, wo ein paar hundert Leute saßen, hinter den Kulissen das Feuer ausgebrochen ist. Und da war der Clown, der kam hinter den Kulissen hervor und hat mit seiner Gestik das Publikum gewarnt und hat geschrien: Feuer, Feuer, gehen Sie raus! Und wenn der so angemalt ist und so eine Gestik hat, die er natürlich drauf hat, weil er das von morgens bis abends macht, haben die Leute sich kaputt gelacht und haben gedacht, das ist eine tolle Einlage und haben applaudiert und hat er immer noch dramatischer geschrien: Feuer, Feuer, verlassen Sie sofort den Saal! Und da haben sie noch frenetisch Beifall geklatscht und haben gesagt, eine tolle Einlage, wunderbar. Und dann plötzlich kam das Feuer in den Zuschauerraum und es war zu spät. Und das ist die Situation, die wir heute mit unserer finanziellen Situation haben. Viele klatschen Beifall und denken, Aufschwung, Aufschwung, toll, toll. Dabei sind das alles Clowns. Und das Feuer hinter den Kulissen brennt schon längst, aber darauf komme ich gleich zu sprechen. Dann haben Sie alle da einen Steintaler liegen. Das Wort Taler, wissen Sie, wo das herkommt? Das kommt nicht von Lech, von Lechtaler, das ist abgeleitet. Das kommt von Joachimsthal. Joachimsthal ist eine Stadt in Böhmen. Da sind Silberbergwerke gewesen und dort wurden früher Silbermünzen, also Silber wurde dort gewonnen und daraus wurden Silbermünzen geprägt. Die Münzen hatten den Wert des Gewichtes des Silbers, also es war praktisch nur ein Prägestempel, der bestätigt hat, das ist so viel wert und damit wurde gezahlt. Und dann hat man das Joachimsthal, Joachims weggelassen, weil das zu lang war und hat es nur noch Taler genannt. Das war der Beginn des Talers. Und wenn ich bin beruflich nicht mit dem Thema befasst, über das wir heute sprechen. Ich mache was ganz anderes. Ich arbeite mit einem kleinen Kreis von Mitstreitern mit mittelständischen Unternehmen. Und wir erreichen, dass die Menschen, die in diesen Unternehmen arbeiten, sehr, sehr gerne zur Arbeit gehen und ihr ganzes Potenzial in die Arbeit bringen und alles, was sie an Know-how und an Ideen haben, in die Arbeit, auf ihrem Arbeitsplatz umsetzen und haben damit unglaubliche Erfolge erzielt. Wenn Sie das interessiert, dort liegen Karten mit einer Website, können Sie nachschauen, hat aber mit unserem heutigen Thema nichts zu tun. Nur viele unserer Kunden sind hinterher Freunde, persönliche Freunde geworden, mit denen man über alles redet, auch über das Thema, über das wir heute Abend reden. Und immer wenn ich mit denen darüber geredet habe, haben die gesagt, das ist es. Das ist die Lösung für viele Probleme, die wir haben, für wirklich viele Probleme, die wir haben. Die mittelständischen Unternehmer teilen, ohne Ausnahme, jeder, mit dem ich darüber gesprochen habe, teilen meine Ansichten, die ich heute Ihnen mitteilen werde. Und ich selber habe sie vor ungefähr 10 Jahren noch nicht geteilt. Ich hatte in meinem Business Reframing Institut einen Partner, der hieß Siegfried Hoffmann, und der hat mir immer gesagt, also meine Partner sind alle gute Freunde, der hat mir immer gesagt, Wolfgang, du musst dich mal um den Zins kümmern, das ist was Böses. Und da habe ich gesagt, Siegfried, du bist Diplom-Ingenieur, du hast keine Ahnung davon, ich habe das studiert und wenn du besser weißt, wie man das mit den Finanzen und Geld macht, da hättest du mal vor ein paar Jahren da auf die andere Seite von der Mauer gehen können. Vielleicht hättest du die retten können, da drüben im Osten, mit deinen komischen Ideen. Aber wir müssen die Dinge dem Markt überlassen. Der Markt ist das einzig Effiziente. Und wenn ich ein Auto miete, muss ich Miete zahlen. Wenn ich eine Wohnung miete, muss ich Miete zahlen. Und wenn ich Geld miete, muss ich Miete zahlen. Der Zins ist die Miete fürs Geld. Und alles andere ist dummes Zeug. Du hast einfach keinen blassen Schimmer davon. Und er war völlig verzweifelt. Er wusste nicht, wie er an mich rankommen soll. Ich habe einfach ihn abprallen lassen. Und hat dann, gut, wir haben weitergearbeitet und hat ein paar Mal noch mit anderen Ansätzen das versucht. Und ich habe das immer abperlen lassen an mir. Und dann kam eines Tages ein Anruf von der Paracelsus-Akademie in Villach. Das ist eine große wissenschaftliche Akademie, die den Namen von dem bedeutenden mittelalterlichen Mediziner Paracelsus übernommen hat. Und die haben gesagt, sie planen einen großen Kongress über Sinn. Und sie haben da einen, der über Sinn und Gott, einen, der über Sinn und Natur, einen über Sinn in der Schöpfung, einen über Sinn in der Literatur, einen über Sinn in der Geschichte spricht. Und sie suchen noch einen, der über Sinn und Geld einen Vortrag hält, ob ich das machen würde. Und da habe ich kurz nachgedacht und wie ich das immer mache, wenn sowas bezahlt wird, habe ich gefragt, was zahlen Sie? Und das war sehr ordentlich. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich.
Ich habe spontan gedacht, über Sinn kann ich viel sagen, weil wir Sinn in Unternehmen tragen. Von Geld habe ich keine Ahnung, aber ich habe ja ein Vierteljahr Zeit, bis dahin habe ich Ahnung. Dann habe ich meinen Partnern und Freunden erzählt, was ich da für eine Zusage gemacht habe. Und dann kam der Siegfried Hoffmann und sagte: Wenn du diesen Vortrag vorbereitest und dich nicht vorher mit Silvio Gesell beschäftigst, dann kündige ich dir die Freundschaft. Und das war nun Hammer. Ich schreibe den Namen mal an, den er genannt hat. Da sitzen wenige, Sie können das vielleicht auch lesen. Silvio Gesell hieß der. Und nun hatte er die ganze Literatur schon vorbereitet und hat sie mir gleich gegeben und Aufsätze und Zusammenfassungen. Und am liebsten hätte ich das so diagonal durchgesehen und hätte gesagt, alles dummes Zeug und hätte es in den Papierkorb geworfen. Als ich das aber gelesen habe, da ist mir das wie ein Schuppen von Augen runtergefallen. Und ich habe erkannt, dass ich während meiner gesamten Ausbildung, ich habe als eines meiner beiden Fächer Volkswirtschaftslehre sogar studiert, dass ich während meiner gesamten Ausbildung zu dem Geld- und Finanzthema nur dummes Zeug gelernt habe. Nichts anderes. Bis einschließlich zur Promotion. Über dieses dumme Zeug möchte ich heute mit Ihnen reden. Das hängt mit der Zinsproblematik zusammen, aus denen sich viele andere Probleme ergeben. Wenn Sie herausgehen werden, wird es jeder von Ihnen verstanden haben. Ich erkläre das so, also nicht jetzt für Wissenschaftler, sondern so, dass es wirklich jeder verstehen kann. Wenn Sie dann noch mehr wissen wollen, kommen wir darüber auch zu sprechen. Ich tue mal meine Uhr ab. Ist es okay, wenn ich mir vornehme, eine Stunde Ihnen Sie zu beglücken, dass wir hinterher noch Zeit haben für Diskussionen und Fragen und so? Ja, dann bemühe ich mich mal darum, dass wir um 9 fertig sind. Die Zinsthematik ist verantwortlich für drei Übel, die wir in der Welt haben. Und Gandhi hat gesagt, dass das drei schlimme Übel sind und dass eine Gesellschaft, die diesen drei Übeln frönt, keine Zukunft haben kann. Das erste Übel ist Wissenschaft ohne Menschlichkeit. Das zweite Übel ist Handel ohne Moral. Und das dritte Übel ist Reichtum ohne Arbeit. Und über diese drei Übel will ich mit Ihnen sprechen und will Ihnen kurz erklären, wie man eine Wissenschaft menschlich machen kann, wie man Handel ethisch anspruchsvoll machen kann oder ethischen Gesichtspunkten folgend und wie man Reichtum nur noch durch Arbeit kriegen kann und nicht mehr durch andere Dinge. Heute ist jemand, der versucht, durch Arbeit reich zu werden, ist ja hoffnungslos. Durch Arbeit kann man nicht mehr reich werden. Man kann nur noch auf dem Finanzsektor reich werden. Und durch Arbeit kann man höchstens arm werden, aber nicht reich. Das heißt, in diesem System kann man nur noch durch Arbeit reich werden. Natürlich gibt es Leute, die durch Arbeit leichter reich werden können, weil die Sachen können, die jeder, wofür viele Leute bezahlen wollen, aber das sehen wir. Das erste ist Wissenschaft ohne Menschlichkeit. Ich will Ihnen mal jetzt ein anderes Bild zeigen. Merci heißt übrigens auf Französisch Danke. Der Herr wollte einfach ein Bild, was mit meinem Vortrag nichts zu tun hat. Und das habe ich ihm geliefert. Jetzt kommt ein anderes Bild. Das können Sie vielleicht nicht richtig sehen. Die Dame in dem Bild sagt: Ich hab's. Dieses Ungeheuer repräsentiert den Finanzsektor. Und sie meint tatsächlich, sie hat den Finanzsektor unter Kontrolle. Und hier sehen Sie die wahren Kräfteverhältnisse. Und Wissenschaft ohne Menschlichkeit ist das Ergebnis von dem, was Studenten der Volkswirtschaftslehre heute vom ersten Semester an beigebracht wird. Ich habe in meinem ersten Semester eine Injektion ins Blut bekommen. Und diese Injektion hieß Tina. There is no alternative. Es gibt keine Alternative. Das kapitalistische System hat sich durchgesetzt auf der ganzen Welt. Der Kommunismus ist offensichtlich gescheitert, einfach weil er ineffizient war, weil er pleite gegangen ist. Das war die Alternative. Und über die Alternative denkt keiner mehr nach. Kein Mensch möchte heute in Nordkorea leben.
es gibt ein paar, die wollen in China leben, es gibt auch ein paar, die wollen in Vietnam leben, ein paar, die wollen in Kuba leben. Das sind die vier letzten kommunistischen Länder auf der Welt. Aber wenn wir mal wirklich ernsthaft nachdenken, ist keines dieser vier Länder mit der Lebensqualität gesegnet, mit der wir gesegnet sind. Das muss man objektiv sagen. Also das ist keine Alternative. Deshalb gibt es zu unserem System keine Alternative. Und das gilt insbesondere für die Finanz- und Geldordnung, die das Fundament des Systems ist, auf dem alles andere aufgebaut ist. Diese Injektion ins Blut wird den Volkswirtschaftsstudenten in jedem Semester neu gegeben. Und wenn man dann 8 oder 10 Semester studiert hat, dann ist das Teil, das Blut geht durch alle Organe durch, dann ist das Teil der Identität geworden. Dann gehört das zu mir. Und wenn ich dann auch das Examen bestanden habe und dann auch promoviere, also Doktor kriege und dann auch habilitiere, um Professor zu werden, dann habe ich riesenwissenschaftliche Dinge gemacht. Und wenn ich dann Lehrstuhl kriege und Studenten, denen ich das weitergebe und Aufträge, also Beratungsaufträge kriege auf dem Gebiet, die Regierung beraten kann und veröffentliche und Bücher schreibe und berühmt werde und viele Schüler haben, die das habe, die das Gleiche weitertreiben und weiterentwickeln und die dann auch Professoren werden, dann ist mein ganzes Leben auf dieser Injektion aufgebaut. Und wenn ich dann hinterher erkenne, dass das Quatsch war, dann ist es so, wie wenn ich mich neben mich stelle und sage, also hier Wolfgang Berger, du hast dein Blödsinn gemacht. Deine ganze Existenz ist auf dummen Zeug aufgebaut. Das stimmt einfach gar nicht. Wenn ich dann konsequent wäre, müsste ich ja sagen, okay, dann muss ich zurücktreten und muss mich entschuldigen für alles, was ich in meinem Leben gemacht habe. Das ist ein bisschen viel verlangt. Und weil ich selber in der Situation war und bis vor 10 Jahren, obwohl ich nicht mehr abhängig war, ich habe seit meiner Promotion nicht mehr auf dem Gebiet gearbeitet und habe nur noch mit Unternehmen gearbeitet hinterher und deshalb war ich unabhängig und konnte solche Gedanken von Silvio Gesell nachvollziehen, weil meine Existenz nicht davon abhing. Das heißt, ich kann mich nicht über meine Professorenkollegen erheben, die das nicht nachvollziehen können, was ich Ihnen jetzt erzähle, weil ich selber bis vor 10 Jahren in der Situation war. Und wenn der Siegfried Hoffmann nicht gewesen wäre und der Anruf aus Villach nicht gekommen wäre, wäre ich heute noch in der Situation, obwohl ich mit diesen Ideen kein Geld verdiene und eigentlich völlig frei wäre. Und der Siegfried Hoffmann ist 14 Tage vor diesem Vortrag, den ich in Villach gehalten habe, gestorben. Und da war ein riesen Kongresssaal und da waren vielleicht 250 Leute drin. Und da habe ich die Geschichte erzählt, wie ich zu dem Thema gekommen bin und habe gesagt, das war die letzte Lebensaufgabe, die er hatte, mich an das Thema heranzuführen, weil ich ein guter Lehrer bin. Ich kann das so erklären, dass jeder versteht. Die meisten Professoren können das nicht, die können es nur für ihresgleichen erklären. Und das wollte er noch erreichen, dass ich mich um das Thema kümmere und es weitertrage. Und ich habe dann gesagt, der ist jetzt bei uns im Raum in einer anderen Frequenz, die wir nicht wahrnehmen können und freut sich, dass er das geschafft hat, mich an das Thema ranzubringen. Und diese Injektionen gibt es nicht nur in meinem Fach, in der Volkswirtschaftslehre, die gibt es in allen Fächern. Es gibt einen großen Wissenschaftstheoretiker, der heißt Thomas Kuhn, der führende Logiker unserer Tage. Und der hat mit den Methoden der formalen Logik nachgewiesen, dass jede Wissenschaft, jede, auf Paradigmen aufbaut. Ein Paradigma ist eine Grundüberzeugung, die ich erstmal glauben muss. Und wenn ich die nicht glaube, kann ich, dieser Glaube ist das Fundament. Und wenn ich die glaube, kann ich alles andere wissenschaftlich beweisen und ableiten. Wenn ich die nicht glaube, dann gehöre ich nicht dazu. Also ein Volkswirt, der glaubt, dass es zu unserem System eine Alternative gibt, der wird von der Zunft ausgeschlossen. Und das ist wie im Mittelalter, wo die Handwerker vor die Stadttore geworfen wurden, wenn sie von der Zunft ausgeschlossen waren, die waren brotlos, die mussten verhungern. Nun muss man heute nicht verhungern, unser soziales Netz ist noch immer so, dass also jeder was zu essen kriegt, wenn er es will. Aber es ist nicht nur in der Volkswirtschaftslehre so, es ist auch in der Physik so. Da gibt es heute eine ganze Reihe von Paradigmen, die Physiker glauben müssen. Und wenn sie das nicht glauben, gehören sie nicht dazu, dann ist es keine Physik. Es gibt ein Paradigma, was die Biologen glauben müssen. Und wenn sie das nicht glauben, dann ist es keine Biologie. Und so in allen Wissenschaften. Das hat, wie gesagt, der Thomas Kuhn nachgewiesen. Und in der Volkswirtschaftslehre ist dieser Glaubenssatz ziemlich fatal. Denn der Glaubenssatz, der besagt, das, was
wir heute als Krise erleben. Und da gab es schon vor 140 Jahren jetzt einen Kulturhistoriker, Jakob Burckhardt, der hat geschrieben: Oft in der Geschichte haben Kalamitäten die Luft mit sehr langem und intensivem Lärm erfüllt, ohne jedoch viele Umgestaltungen mit sich zu führen. Das bleibende Resultat erscheint gering im Vergleich zu den hohen Anstrengungen und Leidenschaften, die während der Krise zutage getreten sind. Es folgt dann eine unglaubliche Ernüchterung. Das heißt, Krisen haben nicht immer zu einer Befreiung geführt und zu den richtigen Lösungen. Sie haben oft zu einem Siechtum geführt, zu großem Leid und dazu, dass die Menschen unglücklich waren, über Jahrhunderte manchmal. Und jetzt gibt es so, in Englischen oder die Amerikaner haben oft so flotte Sprüche. Und ein flotter Spruch, der gerade in ist, heißt: Never waste a crisis. Verschwenden Sie nie eine Krise. Also wenn Sie eine Krise haben, machen Sie was draus. Und die Frage ist jetzt: Was müssen wir aus der gegenwärtigen Krise machen? Und bei der Wissenschaft ohne Menschlichkeit ist es so, dass diese Paradigmen, die wir in der Volkswirtschaftslehre haben, ich will Ihnen mal ein paar Beispiele erzählen, nur dass Sie sehen, wie tief das in den Menschen drin ist. Da gab es, in der Medizin gibt es auch solche Paradigmen. Da gab es zum Beispiel einen Arzt, Ignaz Semmelweis, der hat in der Zeit Geburtshilfe gemacht, als ganz viele Frauen bei der Geburt eines Babys starben. Und der war Ungar, hat in Wien seine Praxis gehabt und hat dann eine neue Theorie entwickelt. Er hat gesagt, bei der Geburt kommen Leichenpartikel in das Blut der gebärenden Mutter und dadurch stirbt sie. Und um diese Leichenpartikel abzutöten, hat er alles desinfiziert und hat völlig steril Geburtshilfe gemacht. Das hat zur Folge gehabt, dass die Mütter nicht mehr gestorben sind. Und das hat zur Folge gehabt, dass er überrannt worden ist von gebärenden Müttern, die von ihm Geburtshilfe haben wollten, weil sich das rumgesprochen hat. Das hat den Futterneid seiner Kollegen ausgelöst. Denn Medizin ist eine Branche wie jede andere. Die wollen Umsatz machen. Der Eugen Roth hat das schön auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt: Was bringt den Doktor um sein Brot? Erstens die Gesundheit, zweitens der Tod. Drum hält er uns, damit er lebe, zwischen beiden in der Schwebe. Und die medizinischen Kollegen, die waren sauer auf den Umsatzeinbruch bei sich selbst und auf die steigenden Einnahmen von dem Dr. Semmelweis. Und dann haben sie drei Kollegen gefunden, die Psychiater waren. Und die haben ein psychiatrisches Gutachten gemacht, ähnlich wie das über Polizisten in Hessen gemacht worden ist, die Milliarden Steuergelder reingeholt haben und haben in diesem Gutachten bestätigt, dass der Dr. Semmelweis nicht ganz klar im Kopf ist und eine Gefahr für die Allgemeinheit. Und mit diesem Gutachten sind sie zur Polizei gegangen. Und die Polizei hat den Dr. Semmelweis zu Hause abgeholt, hat ihm Handschellen angelegt und hat ihn in eine geschlossene psychiatrische Anstalt eingeliefert, wo er mit Gift vollgepumpt worden ist und wo er 14 Tage später gestorben ist. Ob er vergiftet worden ist, ist nicht nachzuweisen. Gut, die Kollegen hatten den Semmelweis gefragt, ob er die Leichenpartikel schon mal gesehen hatte. Natürlich hat er die nicht gesehen. Es gab damals noch keine Mikroskope, um die zu entdecken. Heute haben wir die Mikroskope. Wir nennen das nicht mehr Leichenpartikel, wir nennen das Bakterien. Und jedes Kind weiß, dass es die gibt und dass man davon Infektionen holen kann und natürlich sterben kann. Das ist völlig, völlig klar. Und der Semmelweis hat es nicht überlebt, seine neue Theorie, sein neues Paradigma. Ein anderes Beispiel. Der Kopernikus ist bekannt, nicht? Also dass früher Galilei musste leugnen, dass die Erde sich um die Sonne dreht, weil er sein Leben retten wollte. Der Giordano Bruno ist deshalb auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden, weil er nicht geleugnet hat. Das hat er mit dem Leben bezahlt. Und das ist auch so ein ganz berühmtes Beispiel. Aber es gibt auch in der Technik gibt es Beispiele. Wissen Sie, die ersten Flugversuche sind 1904 irgendwo im Osten der Vereinigten Staaten gemacht worden. Die hatten so einen Doppeldecker mit einem Propeller vorne dran. Und das waren die Gebrüder Wright. Und die sind gestartet. Und das war ja ein Ding, nicht? So, das ist plötzlich ein Flugzeug in der Luftpflicht, hat vorher noch nie ein Mensch gesehen. Sind gestartet, haben eine halbe Stunde Runden gedreht am Himmel, wo jeder gucken konnte. Es war ja immer klarer Himmel, wenn Wolken waren, sind sie halt nicht gestartet. Und sind dann wieder auf so einem festen Stoppelfeld gelandet.
Und das hat sich rumgesprochen in den umliegenden Dörfern. Und da kamen immer mehr Leute, die sind also alle paar Tage sind die geflogen, kamen immer mehr Leute, haben sich das angeschaut. Und dann hat sich das herumgesprochen bis nach New York. Und da hat die New York Times einen Reporter hingeschickt. Und der Reporter stand auch um das Stoppelfeld rum und hat mit 100 Leuten zugeschaut, wie die gestartet sind, eine Runde, ein paar Runden gedreht und wieder gelandet sind. Und was macht ein Reporter? Der schreibt einen Bericht an seine Zeitung darüber. Und er hat einen ausführlichen Bericht über diese erfolgreichen Flugversuche an seine Zeitung geschickt. Und das ging mit der Postkutsche. Autos gab es vielleicht schon, aber die waren noch nicht so richtig einsatzfähig. Die Kutschen waren sicherer, die kamen wirklich an. Und dann kam ein paar Tage später, so lange hat das gedauert bis New York, kam die Antwort von der Chefredaktion. Wissen Sie, was da drüber stand? Fristlose Kündigung. Eine so seriöse Zeitung kann keinen Reporter beschäftigen, der offensichtlichen Schwachsinn schreibt. Denn wie jedermann weiß, kann ein Gerät aus Metall, was schwerer ist als Luft, nicht fliegen. Das hat sich unter anderen Reportern und Journalisten rumgesprochen. Und die wollten alle ihren Job behalten und hat keiner darüber geschrieben in der Zeitung. Das stand 5 Jahre lang in keiner einzigen Zeitung, obwohl die 5 Jahre lang weitergeflogen sind. In keiner einzigen Zeitung. Kein Mensch hat es erfahren, außer denen, die es mit ihren eigenen Augen gesehen haben und die vielleicht dachten, weil es in keiner Zeitung steht, kann das nicht stimmen. Vielleicht habe ich Halluzinationen, dass ich das sehe oder so. Die verrücktesten Dinge. Und dann hat sich das aber mit Mund-zu-Mund-Propaganda bis zum Präsidenten der Vereinigten Staaten durch rumgesprochen. Ich habe keine Zeit gehabt, mal nachzuschauen, wer das gerade war in dem Jahr. Und dann hat sich der mit der Kutsche dahin fahren lassen und hat auch da gestanden, hat geguckt und hat gestaunt und hat seiner Umgebung, seinen Assistenten gesagt, es stimmt, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Das ist ein Gerät aus Metall, was in der Luft fliegt und nicht abstürzt und nicht runterfällt wie ein Stein und sogar wieder landen kann. Und nachdem er das seiner Umgebung bestätigt hat, haben die ersten Zeitungen darüber berichtet. Das war der Weg. Das war 4 bis 5 Jahre später erst. Man muss sich das mal vorstellen. Das ist die Situation, die wir heute mit unserem Finanzsystem haben. Es ist genau die gleiche Situation. Und die Fachleute sehen es nicht, die leugnen es und glauben, so wie die Theorie das macht, ist es richtig. Und es gab sogar einen Nobelpreisträger, der Maurice Allais, der hat, glaube ich, 1998 den Nobelpreis gewonnen. Der ist mal gefragt worden, in Anbetracht der vielen Wirtschaftskrisen und der vielen Hungersnöte auf der Welt, und ob die Theorie denn so stimmt, die entwickelt haben. Und da hat er gesagt, die Theorie ist richtig, die Wirklichkeit ist falsch. Das Dumme ist nur, dass wir alle in dieser Wirklichkeit leben müssen. Und wir haben nun gesehen, dass der Kapitalismus zwar auf der einen Seite funktioniert, gut geölt funktioniert in dem System, in dem wir heute leben, auf der anderen Seite aber ziemlich viele Opfer auch fordert. Wir sind jetzt hier zusammen seit um 19:30, seit einer Dreiviertelstunde. In dieser Dreiviertelstunde sind auf der Welt 1800 Menschen verhungert. Regelrecht verhungert. Über die spricht kein Mensch. Da ist morgen keine Schlagzeile. Es sind ja jeden Tag ungefähr 50.000 Menschen, die verhungern. Buchstäblich verhungern, weil sie nicht genug zu essen haben. Diese Menschen sind Opfer unseres Systems, unseres Finanzsystems. Da ist keine Schlagzeile in der Zeitung. Darüber wird deshalb wird kein Krieg geführt. Kein Krieg gegen Terror oder irgendwas wie wegen 3.000 Toten in New York. Da redet kein Mensch. Die kommen unter die Räder, die haben halt Pech gehabt, weil sie in den armen Ländern leben, in Haiti, oder weil sie korrupte Regierungen haben. Die haben Pech gehabt. Und in unseren hochentwickelten Staaten gibt es zwar keine Menschen mehr, die buchstäblich verhungern, aber es gibt Menschen, die zum Beispiel an Depressionen kaputt gehen, weil die Arbeitsbedingungen so sind, dass sie es einfach nicht mehr ertragen können. In vielen Unternehmen sind die Arbeitsbedingungen unter vielen Vorgesetzten so, dass die Leute das einfach nicht ertragen können. Sie kriegen Depressionen, und dieser Ehnke, der Nationaltorwart, der sich selber das Leben genommen hat an Depression, hat diese Krankheit überhaupt als gesellschaftsfähig gemacht. Aber wenn ein Prominenter sich das Leben nimmt deshalb, dann macht das Schlagzeilen. Wenn aber andere ihr Leben zerstören lassen deshalb, macht es keine Schlagzeilen. Das ist der Unterschied zwischen Prominenten und Nicht-Prominenten. Und
Die Marxisten haben gesagt, der Zweck der Wirtschaft ist, dass wir arbeiten und mit Arbeit Geld verdienen. Die katholische Soziallehre sagt ganz genau das Gleiche. Die Wirtschaft muss uns Gelegenheit geben zu arbeiten und wir müssen Gelegenheit haben, mit der Arbeit Geld zu verdienen. Das war der Vorrang der Arbeit. Und in der heutigen Ausprägung des Kapitalismus, die heute die Welt beherrscht, wie gesagt, das könnte man noch anders ausprägen, da gilt ein anderes Prinzip. Da gilt das sogenannte Shareholder-Value-Prinzip. Shareholder-Value, das ist der Wert der Aktien einer Aktiengesellschaft nach dem heutigen Börsenkurs. Und es hat in den USA mal einen Prozess gegeben, da hat ein Vorstandsvorsitzender von der Firma Revlon hat Rücksicht genommen auf die Belegschaft und auf die Arbeitsplätze, hat Rücksicht genommen auf die Umwelt und hat Rücksicht genommen auf den Standort, weil er sich mit der Gemeinde auch oder mit der Provinz oder wo immer in den Bundesstaat, wo die waren, auch loyal fühlte. Und dann ist er von den Aktionären verklagt worden. Er ist verklagt worden, weil er die Interessen anderer über die Interessen der Eigentümer gestellt hatte oder auf gleiche Ebene. Und das hat einen Prozess gegeben und der Vorstand, also the board heißt das in den USA, die Führung dieses Unternehmens hat den Prozess verloren. Das heißt, nach amerikanischem Recht, nach amerikanischer Rechtsprechung ist eine Unternehmensleitung verpflichtet, den Interessen und der Kapitalmehrung der Eigentümer alles andere unterzuordnen. Alles andere. Restlos. Das hat zur Folge, dass auch die Vergütungssysteme an die Kapitalmehrung der Eigentümer gekoppelt sind. Das hat zur Folge, dass es da Leute gibt, die unglaublich hohe Bezüge haben. Das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Wir denken hier, die 10.000 oder 10 Millionen oder 11 Millionen Euro, die der Herr Ackermann verdient, das wäre viel. Der Höchstverdiener in den USA, der verdient an, das ist der John Paulson, ich kenne den Namen sogar, der verdient an jedem einzelnen Arbeitstag so viel wie der Ackermann im ganzen Jahr. Das heißt, der hat ein arbeitstägliches Einkommen von 10 Millionen Euro. Jeden Arbeitstag. Und das kommt im Jahr auf 3, irgendwas Milliarden raus. Einkommen, laufendes Einkommen. Nun können Sie sich mal vorstellen, wie es möglich sein kann, dass ein einzelner Mann an jedem Arbeitstag wirklich durch seine Arbeit 10 Millionen Euro, also in Euro sogar, nicht Dollar, 10 Millionen, ich habe es umgerechnet jetzt, damit wir nicht durcheinander kommen mit Währung, 10 Millionen Euro verdient, das ist schlicht undenkbar. Es ist nur denkbar, weil er andere Menschen, die das verdienen, auslaugt, in irgendeiner Form. Über die Mechanismen sprechen wir gleich noch, nicht? Das ist das Ergebnis. Und nun sehen wir, dass durch solche Machenschaften, das sind ja alles Leute, die hohen Gehälteinkommen haben, die im Finanzsektor tätig sind, dass durch solche Machenschaften die Gewinne gigantisch in die Höhe getrieben werden, aufgrund der US-Rechtsprechung, die faktisch sich über die ganze Welt ausgebreitet hat, weil die Konzerne international sind und alle auch die großen Konzerne an der New Yorker Börse gehandelt werden, schaut jede Konzernleitung, dass sie das amerikanische Recht befolgt. Denn wenn sie das nicht befolgt, kriegt sie Probleme. Und es gibt einige Firmen, die jetzt in den USA Prozesse kriegen und die können daran kaputt gehen. Das ist dramatisch, weil die so brutale Schadenersatzforderungen haben. Sie kennen die Geschichte, wo einer bei McDonald's mal mit dem Kaffee sich verbrüht hat und dann hat sie gleich Millionen Schadenersatz gekriegt und seitdem gibt es keinen heißen Kaffee mehr bei McDonald's. Gibt es noch so lauwarmes Zeug, nicht? ist irgendwie eine komische Rechtsprechung, die haben, aber ist halt so. Das ist halt in dem System so geworden. Und jetzt haben aber, nachdem die Gewinne des Finanzsektors alle privat abkassiert worden sind und jetzt die Banken ins Trudeln gekommen sind und überall Schwierigkeiten haben, Sie wissen, Irland ist nur deshalb in Schwierigkeiten, weil die größte irische Bank in Schwierigkeiten ist und der Staat Irland diese Bank rettet und die Rettungskosten mehr sind als das ganze Bruttosozialprodukt von Irland. Und da haftet jetzt ganz Europa solidarisch dafür. Das ist also schon eine verrückte Geschichte. Aber wir sehen, die Steinzeit ist ja nicht zu Ende gegangen, weil es keine Steine mehr gab. Sie haben jetzt alle ein paar Steine auf ihrem Tisch. Steine hat es auch in der Steinzeit genug gegeben, auch nach der Steinzeit noch. Und der Kapitalismus geht auch nicht zugrunde, weil es kein Kapital mehr gibt. Im Gegenteil, es gibt eine Kapitalschwemme auf der ganzen Welt. Der Kapitalismus wird kaputt gehen, weil es zu viel Kapital gibt und weil das Kapital an sich selber erstickt. Und wie kommt das überhaupt? Wie kommt das, dass es zu viel Kapital gibt? Und
Womit hängt das zusammen? Ich will Ihnen jetzt mal ein Bild zeigen, an dem man das erklären kann. Sie haben hier eine senkrechte Kurve, hier oben, eine Kurve, die gleichmäßig, linear heißt das, gleichmäßig nach oben geht. Diese Kurve repräsentiert die Entwicklung unserer Wirtschaft, unseres Bruttoinlandsproduktes oder Bruttosozialproduktes seit ungefähr 1950. Gehen Sie mal davon aus, dass hier 1950 ist und gehen Sie mal davon aus, dass wir heute hier sind, an diesem Punkt. Und seitdem ist das, was erwirtschaftet wird in Deutschland, ich nehme jetzt einfach mal den Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland weg, also da gibt es natürlich eine Zacke zwischendrin, aber da die ostdeutsche Wirtschaft im Verhältnis nicht so furchtbar stark seit der Vereinigung beigetragen hat, im Gegenteil, die hat sogar viel gekostet, tun wir mal einfach so, als wäre das nur Westdeutschland zum Beispiel. Die Wirtschaft in Deutschland ist seit 1950 ständig gleichmäßig gewachsen. Ständig gleichmäßig gewachsen. Das heißt, ungefähr jedes Jahr kamen die gleichen zusätzlichen Leistungen dazu. Jedes Jahr wurde mehr produziert aufgrund höherer Produktivität und wir sind jedes Jahr um etwa den gleichen absoluten Betrag reicher geworden. Manche Leute können sich das nicht vorstellen, weil sie sagen, ja, das Wachstum ist doch ständig runtergegangen. Nicht? Früher hatten wir mal 12%, heute haben wir noch sind wir froh, wenn wir 1,2% haben. Das stimmt nicht. Der absolute Betrag ist der gleiche. Rechnen Sie mal auf 100 Millionen 12 Millionen dazu. Dann sind das 12 Millionen. Und rechnen Sie auf 100 Milliarden 12 Milliarden dazu, dann sind das 12%. Und wenn jetzt aufgrund der Entwicklung, die Sie in dieser Kurve sehen, aus den 100.000 geworden sind und es kommen wieder die 12 dazu, dann sind das nur noch 1,2%. Das heißt, wenn in absoluten Werten immer das Gleiche dazukommt, ist es völlig normal, je höher die Basis dadurch wird, dass der Prozentsatz geringer wird. Und so wird in jeder reifen Volkswirtschaft der Prozentsatz des Wachstums geringer, muss geringer werden. Die Chinesen sind heute zweistellig, da wo wir 1950 waren. Und die werden in 50, 60 Jahren auch 1, irgendwas Prozent haben. Das ist ein völlig normaler Prozess. Trotzdem ist heute noch 1% Wachstum bei uns mehr wie 10% Wachstum in China, weil deren Basis noch so viel geringer ist. Das heißt, 1% Wachstum bei uns ist unglaublich viel. Ist genauso viel, wie die 10% 1955 waren. Ganz genauso viel in absoluten Zahlen. Und jetzt ist das Komische. Die Frau Merkel hat gesagt, wir hätten alle über unsere Verhältnisse gelebt. Und alle erzählen, wir müssten den Gürtel enger schnallen. Dabei geht die Kurve doch ständig nach oben. Das ist komisch, da stimmt irgendwas nicht. Ne? Und was da nicht stimmt, können wir jetzt an einer anderen Kurve sehen. Wir haben hier eine andere Kurve, die sich so bewegt. Das sind die Geldvermögen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Stellen wir uns vor, ihr, also die von Ihnen, die berufstätig sind als Angestellte, da kommt Ihr Chef und sagt, wir haben Wirtschaftskrise. Ich kann Sie nicht weiter so beschäftigen wie bisher. Ich muss Ihnen eine Änderungskündigung geben. Ich brauche Sie zwar, weil Sie ein hervorragender Fachmann sind oder eine hervorragende Fachfrau sind, aber ich muss Ihnen eine Änderungskündigung geben. Das heißt, der bisherige Vertrag wird einvernehmlich aufgelöst und Sie kriegen einen neuen Vertrag für ein Jahr. Und Sie können sich jetzt aussuchen, welchen Vertrag Sie nehmen. Der bietet Ihnen zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, Sie verdienen in jeder Woche, Sie sind eine wichtige Führungskraft, großer Experte, in jeder Woche 1.000 Euro, brutto natürlich, in jeder Woche 1.000 Euro. Das ganze Jahr und am Ende des Jahres sehen wir weiter, wo die Firma steht, unter Umständen ist dann zu Ende, spielt keine Rolle. Also jede Woche 1.000 Euro. Und die zweite Variante, Sie können sich das aussuchen, ist, Sie verdienen in der ersten Woche einen einzigen Cent für eine ganze Woche Arbeit. In der zweiten Woche 2 Cent für eine ganze Woche Arbeit. In der dritten Woche 4 Cent für eine ganze Woche Arbeit. In der vierten Woche 8 Cent für eine ganze Woche Arbeit. Immer das Doppelte, jede Woche das Doppelte. Aber Sie fangen mit einem Cent an und dann geht es so ganz langsam nach oben. Welchen Vertrag würden Sie nehmen? Wer würde den ersten Vertrag nehmen mit den 1.000 Euro? Niemand außer mir. Ja, wenn ich schon so frage. Okay, spontan, also gut. Sie würden spontan und Sie auch spontan. Gut, also zwei Leute würden. Wie? Nein, nein, nein. Sie müssen sich entscheiden. Sie kriegen einen Jahresvertrag.
Also wer würde den ersten nehmen mit den 1000 Euro? Ja, doch so ein paar, doch so ein paar. Okay, Dankeschön. Wer würde den zweiten nehmen? Okay. Ja, dann warten wir mal. Also die den zweiten nehmen wollten, erstens Ihnen ein Kompliment machen. Sie haben in Mathematik in der Schule gut aufgepasst. Sie wissen, was eine Exponentialfunktion ist. Eine Exponentialfunktion ist nämlich eine Funktion, die am Anfang langsam höher geht und dann immer mehr und immer mehr und immer, 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 immer steiler. Und irgendwann steil in den Himmel geht. Trotzdem, trotz Ihrer profunden Mathematikkenntnisse, muss ich denen recht geben, die mit mir den ersten Vertrag genommen hätten. 1000 Euro pro Woche für ein Jahr. Aus einem einfachen Grund, mit dem zweiten Vertrag würden Sie am Ende des Jahres das 22-fache des deutschen Bruttoinlandsproduktes verdienen als Gehalt. Das 22-fache. Das heißt mehr als ganz Europa. Mehr als ganz Europa, inklusive Russland. Es dürfte also in ganz Europa keinen mehr geben, außer Ihnen, der noch Gehalt kriegt. Es würde keinen Lehrer mehr geben, der Kinder unterrichten würde, keinen Bäcker mehr geben, der Brot backt, keinen Straßenbahnführer mehr, der die Straßenbahn fährt, keinen Polizisten mehr. Die würden alle krepieren und verhungern müssen, weil sie überhaupt kein Geld kriegen würden. Auch der Staat würde nichts mehr geben, weil es niemand mehr gäbe, der Steuern zahlen. Sie wären der einzige Steuerzahler und allein mit ihren Steuergeldern könnte natürlich der Staat überleben, nicht? Sie wären der Einzige, der Steuern zahlt. Und das 22-fache des deutschen Bruttoinlandsproduktes. So gigantisch schnell geht das bei einer Exponentialkurve. Und die Vermehrung des Geldes ist eine solche Exponentialkurve, wie sie hier oben aufgetragen ist. Denn die kommt zustande durch Zins und Zinseszins. Das ist nichts anderes als so eine Kurve. Wenn Sie sich mal, ich zeige Ihnen mal eine andere Sache. Wir hatten in den letzten 60 Jahren, ich habe einen Banker gefragt, eine Durchschnittsverzinsung von 7%. Das heißt seit 1950 im Durchschnitt. Im Moment ist es deutlich niedriger, aber wir dürfen nicht so kurzfristige Sachen, so aktuelle Dinge sehen. Wir müssen einfach mal sehen, wie ist denn das langfristig. Wenn Sie eine Exponentialkurve sich anschauen, die sind ja ein paar junge Leute hier, die jetzt 20 sind. Die haben ja aus heutiger Sicht eine Lebenserwartung von weiteren 70 Jahren. Und in diesen 70 Jahren, wenn Sie die Durchschnittsverzinsung von 7% nehmen, haben Sie einen Faktor von 128. Das heißt, Sie haben dann das 128-fache von heute. Und wenn Sie sagen wir mal, 100.000 Euro angelegt haben, was ist denn 128 mal 100.000? Dann haben Sie 1,3 Milliarden hinterher. Von 100.000 kommen Sie auf, und eine Milliarde sind 1.000 Millionen. Wir denken immer, eine Milliarde, heute steht jeden Tag über Milliarden was in der Zeitung, aber eine Milliarde sind 1.000 Millionen, muss man sich mal klar machen, 1.000 Millionen. So schnell vermehrt sich das. Wenn Sie nur hier einen ganz niedrigen Faktor haben, 3% pro Jahr, haben Sie schon Faktor 8. Das ist das Achtfache. So schnell geht das. Und jetzt gibt es Länder, Sie wissen es aus der Tagespresse, die müssen für ihre Staatsschuldverschreibungen jetzt über 10% Zinsen zahlen, weil die internationalen Finanzmärkte die Länder als nicht mehr sehr solide betrachtet haben. Ich habe hier nur bis 9% gerechnet. Bei 9% ist der Faktor schon 512. Das heißt, die müssen 512 Mal so viel zurückzahlen, wie sie aufgenommen haben. Nicht? Die haben jetzt eine Milliarde Kredit aufgenommen und müssen dann, das wird ja über einen langen Zeitraum getickt, das 512-fache von dem, was sie aufgenommen haben, zurückzahlen. Nicht? So kommt diese exponentielle Kurve zustande. Nun, das ist natürlich, wenn Sie den Zins alleine nehmen, das wäre kein Problem. Nehmen wir mal ein Beispiel. Es gibt ja das berühmte Beispiel, den Josefspfennig. Kennt das jemand von Ihnen? Die Geschichte mit dem Josefspfennig. Wenn Josef von Nazareth einen einzigen Cent auf die Bank von Bethlehem gelegt hätte, zu 5%, was würden seine Erben heute haben? 5%, Sie sehen hier, da haben wir hier einen Faktor von 32. Und das ist aber jetzt 70 Jahre und das ist nun 2000 Jahre her. Und Sie müssen das dann entsprechend weiterrechnen mit so einer exponentiellen Kurve, die Sie gerade gesehen haben, dann würden seine Erben heute
ungefähr 140, ich habe die Zahlen nicht ganz genau im Kopf, also legen Sie mich nicht fest, ich habe sie nicht aufgeschrieben, 160 bis 170 Milliarden Erdkugeln aus massivem, purem Gold haben. Also völlig illusorisch. Wo soll aus der Erde das gesamte bisher geförderte Gold, ist ein Würfel von 20 Meter Länge, was auf der Erde überhaupt gibt, mehr gibt es überhaupt nicht. Und da müssen wir jetzt eine ganze Erdkugel von Gold und nicht nur eine, sondern Milliarden von Erdkugeln von Gold würden die haben. Weil durch die Zinseszinsen das so dramatisch steigt. Und es sagen viele, da gab es ja so viele Wirtschaftskrisen, Zusammenbrüche und Geldentwertungen zwischendurch, das ist ja sowieso unrealistisch. Ja, die Frage, die wir heute beantworten, warum gab es die denn? Warum überhaupt? Warum bricht immer alles zusammen? Und das ist ja nicht nötig. Das ist alles eine Frage des Systems. Aber jetzt nehmen Sie die Zinseszinsen mal raus. Der hat diesen einen Cent auf die Bank von Bethlehem gegen 5% gelegt. Und es gibt keine Zinseszinsen. Es gibt immer nur die 5%. Wenn Sie das weiterrechnen, da hat er von dem einen Cent heute einen einzigen Euro. Die Erben. Damit kann man leben. Das ist kein Problem. Also das Problem ist nicht der Zins. Das Problem, wenn Sie von einem Cent 5% mal 2000, kommen Sie genau auf einen Euro. Das ist eine normale Vermehrung. Aber das Problem ist der Zinseszins, der diese exponentiellen Kurven produziert. Ja, woher kommen denn die Zinsen? Wer bezahlt die denn? Ich meine, die Leute, die Zinsen kassieren, die müssen ja irgendwo die Zinsen herkriegen. Woher kriegen die Leute, die Zinsen kassieren, die Zinsen her? Sehr gut. Also die Zinsen werden bezahlt von denen, die Schuldzinsen bezahlen. Von denen, die Schulden haben und die Schulden bezahlen müssen. Völlig klar. Und deshalb gehen wir mal zurück zu der Kurve, die Sie schon gesehen haben vorhin. Deshalb muss zwangsläufig spiegelbildlich zur Entwicklung der Geldvermögen müssen zwangsläufig die Schulden sich entwickeln, nur nach unten. Auch immer tiefer in den Keller. Das ist notwendig, vom System verlangt notwendig. Wenn das nicht wäre, würde das System zusammenbrechen. Es könnte nicht weiter existieren. Und diesen ganz einfachen Zusammenhang, den blenden alle aus. Den blenden die Fachleute aus, den blenden die Politiker aus, den blenden die Banker aus, alle blenden aus, dass wir eine exponentielle Entwicklung im Geldvermögen haben und dass wir notwendig deshalb eine exponentielle Entwicklung der Verschuldung brauchen. Nun, wie verschulden sich denn die Leute? Ich habe gestern mir aus der Zeitung rausgeschnitten, dass die Bundesregierung für 2011 48 Milliarden neue Schulden aufnehmen wird. Also zu denen, die schon da sind, neue Schulden, nur die Bundesregierung. Also da gibt es noch Schulden von Bayern und von Augsburg und von allen möglichen Geschichten, die nicht mit drin sind, nicht? Und von jedem anderen Bundesland auch. Aber allein die Bundesregierung nimmt 48 Milliarden neue Schulden auf in 2011 nach dem jetzigen Finanzplan, den Herr Schäuble vorgelegt hat. Und das ist die höchste Neuverschuldung seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Also seit 1949. Die allerhöchste, mit Abstand die allerhöchste. So schlimm war es noch nie. Obwohl wir im Moment keine Vereinigungslasten zu tragen haben und keine anderen Dinge, das hat andere Gründe. Das ist das eine. Das zweite ist, die Unternehmen, die in der Realwirtschaft produzieren, also nicht die Banken, sondern die Unternehmen, die die Produkte kaufen, die wir kaufen, die Dienstleistungen produzieren, die wir haben wollen, also Friseure, Ärzte, Einzelhandelsgeschäfte, Produzenten von Beamern, von Laptops, alles was wir kaufen. Die Unternehmen haben 2007 insgesamt in Deutschland eine Verschuldung von 1,3 Milliarden Euro gehabt und haben heute eine Verschuldung von 9,6 Milliarden Euro. Das heißt, auch die Verschuldung der realwirtschaftlichen Unternehmen ist gigantisch gestiegen seit 2007, wenn ich ganz grob rechne, ungefähr verachtfacht. Und in 3 Jahren ungefähr verachtfacht. Und die Verbraucher im Euroraum haben in diesem Zeitraum ihre Verschuldung von 548 Milliarden Euro auf knapp 6.000 Milliarden Euro hochgefahren. Das heißt, so viel dramatischer sind die Verbraucher, also Privatleute, verschuldet. Und das hat dazu geführt, dass wir in diesem Jahr
die höchste Zahl von Privatinsolvenzen haben, also wo jemand seine Verpflichtung nicht mehr erfüllen kann, die Miete nicht mehr erfüllen kann, Offenbarungseid leisten muss, die höchste Zahl von Privatinsolvenzen seit Anbeginn der Bundesrepublik Deutschland. Das ist eine notwendige, das muss man sich immer klar machen, eine notwendige Konsequenz unseres Systems, weil die Geldvermögen exponentiell wachsen müssen, müssen die Schulden exponentiell wachsen. Und es gibt in unserem System einen Zwang, Schuldner zu finden. Also es gibt für die Banken eine Notwendigkeit, Kredite zu verkaufen, um die eigene Existenz zu retten. Und die dramatischste Geschichte ist die Staatsverschuldung. Ich meine, die Privaten können sich nicht mehr verschulden als die Zahlen, die ich Ihnen gerade genannt habe. Also wenn Sie zur Bank gehen und sagen, Sie wollen 500.000 Euro Kredit nehmen, Sie kriegen das ja nicht, es sei denn, Sie haben ein Haus, was 700.000 Euro wert ist und Sie tragen der Bank eine Hypothek ein. Das heißt, Sie dürfen ja nur gegen Sicherheiten Ihnen sowas geben und ohne Sicherheit gibt es ja nichts. Das heißt, die Privaten, die bereit sind, sich zu verschulden, sind schon ausgereizt, da kann man nichts mehr machen. Die Unternehmen, die bereit und aufgrund ihrer Bilanz in der Lage sind, sich zu verschulden, sind schon ausgereizt, da kann man nichts machen. Und was bleibt übrig? Es bleiben nur Staaten übrig. Ist doch klar. Das heißt, unsere Staaten müssen auf Gedeih und Verderb vom Finanzsektor in immer tiefere Verschuldung gedrückt und gezwungen werden, damit das System erhalten bleibt. Ist notwendig. Und die Auswüchse davon hat ein Herr Perkins in einem aufregenden Buch beschrieben. John Perkins. Der hat beschrieben, wie er Kredite verkauft hat an Entwicklungsländer. Und zwar in Milliardenhöhe, in gigantischer Milliardenhöhe vor vielen Jahrzehnten. Und die Bedingung war, die Länder, die Kredite mussten so hoch sein, dass sicher war, dass sie nie zurückgezahlt werden können. Und dann konnten die nämlich, wenn die Kredite nicht zurückgezahlt werden, kommen und konnten sagen, also jetzt müssen sie in der UNO so abstimmen, wie wir es verlangen von ihnen. Jetzt müssen Sie uns Ihre Eisenbahn privatisieren, die von unseren Konzernen übernommen wird. Jetzt müssen Sie Ihr Telekommunikationsnetz uns verkaufen. Müssen Sie Ihre Post verkaufen. Sie müssen jetzt Ihre Wasserwerke privatisieren. Sie müssen jetzt die Rathäuser uns verkaufen. Und Sie dürfen sie ja zurückmieten. Kennen Sie ja die Lease-Back-Verfahren auch bei hiesigen Gemeinden und all diese Geschichten. Das heißt, die ganzen Ölquellen müssen Sie uns abtreten, dass die von unseren Gesellschaften ausgebeutet werden. Die gesamten Reichtümer des Landes konnten die auf die Weise nehmen, wenn die Kredite nicht bedient werden konnten, nachdem die Staaten einmal Konkurs angemeldet haben. Und es gab eine ganze Reihe von sehr rohstoffreichen Staaten, die dieses Verfahren hinter sich haben und wo alle Reichtümer bereits den internationalen Konzernen gehören. Und der Herr Perkins war sehr erfolgreich im Verkaufen dieser Kredite und hat zweimal keinen Erfolg gehabt. Das war der damalige Präsident von Ecuador, der Jaime Torrijos, und der damalige Präsident von Panama, der Name fällt mir gerade nicht mehr ein, Rodas hieß der. Und beiden hat er gesagt, sie kriegen 100 Millionen Bestechungsgeld auf ihr Privatkonto in der Schweiz, wenn sie bereit sind, ihr Land zu verschulden in Höhe von 30 Milliarden. Und die haben beide gesagt, mich interessieren keine 100 Millionen auf der Schweiz, auf dem Privatkonto, ich bin Präsident meines Landes, ich bin meinem Volk verpflichtet und ich bin von meinem Volk gewählt und vertrete die Interessen meines Volkes. Den Kredit können wir nie zurückzahlen, ich mache das nicht. Dann ist er nach Washington zurückgefahren, hat gesagt, tut mir leid, die beiden machen das nicht. Und beide Präsidenten sind 4 Wochen später in Flugzeugabstürzen ums Leben gekommen, die bis heute nicht aufgeklärt sind. Das heißt, da wird mit allen Mitteln gearbeitet. Wer nicht bereit ist, sich sein Land zu verschulden, wird schlicht umgebracht. So weit ist der Finanzsektor und so mächtig ist der Finanzsektor. Das ist jetzt Wissenschaft ohne Menschlichkeit, die ich Ihnen erklärt habe. Und jetzt sehen Sie aber in dieser Kurve noch eine interessante Geschichte. Sie sehen hier einen Schnittpunkt, den wir vor etwa 7, 8 Jahren hatten. Das war, wenn Sie hier runtergehen, das Jahr 2002, 2003 ungefähr. Bis zu diesem Jahr hat die reale Wirtschaft mehr produziert, wie der Finanzsektor verlangt hat. Und diese hellgraue Fläche war zum Verteilen übrig. Das heißt, da haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer miteinander verhandelt und haben sich gestritten. Und mal wurde gestreikt, mal ausgesperrt, aber irgendwie ist immer eine Einigung zustande gekommen. Denn das konnte mehr
verteilt werden. Und das ist ja immer schön, wenn wir ein bisschen was mehr kriegen. Auch da haben wir uns drüber gefreut. Und jetzt ist aber schon seit einigen Jahren sind wir jenseits dieses Punktes und jetzt gilt diese dunkelgraue Fläche. Das heißt, der Finanzsektor fordert mehr, wie real produziert wird. Und diese Differenz, diese Fläche, ist das, was uns allen laufend weggenommen werden muss. Deshalb, obwohl das Bruttosozialprodukt ständig steigt, müssen die Reallöhne sinken. Also die Nettolöhne sinken seit 5 oder 6 Jahren permanent, obwohl die Wirtschaft wächst. Die staatlichen Leistungen seit 5 oder 6 Jahren werden permanent ausgedünnt. Das ist ja auch eine Form, uns weniger zu geben. Studiengebühren werden eingeführt, die Post wird privatisiert, die Bahn sollte privatisiert werden, die Briefkästen werden abgebaut, die Postämter werden geschlossen, werden Postagenturen draus gemacht. Also eine Fülle von staatlichen Dienstleistungen werden reduziert, werden abgebaut, ausgedünnt, weil der Staat es auch nicht mehr bezahlen kann. Und so auch die Gemeinden und alle sind so verschuldet, dass sie nicht mehr mitkommen. Das heißt, diese Differenz müssen wir laufend durch den Gürtel enger schnallen aufbringen, um die Forderungen des Finanzsektors zu befriedigen. Dann hat Frau Merkel neulich gesagt, wir brauchen 3 Dinge. Erstens Wachstum, zweitens Wachstum, drittens Wachstum. Das ist völlig klar. Die Politiker nehmen uns nicht gerne was weg. Die machen das ja nicht freiwillig. Das ist ja auch nicht ihre Entscheidung. Wenn das dahinter steht, der Wunsch, wenn die Realwirtschaft auch so wachsen würde, exponentiell, dann bräuchten wir ja niemandem was wegzunehmen. Das wäre ja schön. Nur, es hat es noch nie auf der Welt gegeben, dass eine reale Wirtschaft exponentiell wächst. Das Einzige, was in der Natur exponentiell wächst, ist der Krebs. Und der Krebs hat den Sieg errungen in dem Moment, wo er den Gastorganismus zu Tode gerichtet hat. Da hat er die größte Ausbreitung. Und die Finanzindustrie heute ist der Krebs in unserem Wirtschaftssystem. Und sie wird den Sieg erringen, wenn die Realwirtschaft zusammengebrochen ist unter den Lasten der Forderungen des Finanzsektors. Das haben wir vor uns, wenn wir nicht eingreifen. So, nun wissen Sie, wie Wissenschaft ohne Menschlichkeit aussieht. Und das ist das, was von der heutigen Wissenschaft propagiert wird, als ohne Alternative, als völlig alternativlos, als Sachzwang. Und wie sieht jetzt Wissenschaft, menschliche Wissenschaft aus? Wie ein menschliches System. Es ist so einfach, dass Sie das in 5 Minuten verstanden haben werden. Und ich habe es in Jahrzehnten meines Studiums nicht verstanden, wegen dieser Injektionen, von denen ich Ihnen erzählt habe. Es ist so furchtbar einfach, man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich will Ihnen mal zuerst ein praktisches Beispiel erzählen. Das System, was ich propagiere, ist ein System, oder ich bin nur einer von vielen, die das propagieren, ist ein System fließenden Geldes. Ich schreibe mal das hier oben drüber vielleicht, fließendes Geld. Und das hat es schon mal gegeben. Und zwar in Mitteleuropa 300 Jahre lang. Von ungefähr 1150 bis 1450. Da haben in ganz Mitteleuropa die Herrscher, je nachdem, ob das die Fürsten waren oder die Bischöfe, das war so ein bisschen also unterschiedlich, wie die Machtverhältnisse zwischen Staat und Kirche war, die haben dünne Münzen geprägt und haben auf die Münzen das Konterfei des Herrschers auf die eine Seite geprägt und die Jahreszahl, in der die Münze gültig war, auf die andere Seite. Also nehmen wir mal eine Jahreszahl 1203, stand 1203 drauf, die Münzen waren nur 1203 gültig und mussten am Ende des Jahres am Fürstenhof eingetauscht werden gegen Münzen des Jahres 1204. Und wenn Sie mit 100 Münzen, also wahrscheinlich waren das weniger, das war ja furchtbar, eine Münze war ziemlich viel wert immer damals, so. Nehmen wir mal eine Zahl mit 100 Münzen, am Jahresende zum Hof gingen und wollten die neuen Münzen haben, dann haben Sie für 100 Münzen 80 Münzen gekriegt vom neuen Jahr. Das heißt, Sie haben eine Steuer von 20% bezahlt. Das wäre die einzige Steuer, die damals erhoben worden ist. Damit hat der Herrscher den gesamten Staatshaushalt finanziert. Da war noch keine Infrastruktur wie heute. Das war praktisch der Hof, die ganzen vielen Bediensteten, repräsentative Ausgaben für Kunst und alles Mögliche, Musik, Kultur und Soldaten. Das war eigentlich alles. Und dafür haben die 20% gereicht. Und nun haben sich viele die reichen Leute damals, das waren die Handwerker, die Zunftmeister, die haben gesagt, die haben viel Geld gehabt, viel Geld verdient und haben gesagt, wozu soll ich das dem Fürsten geben und kriegt von 400 nur 80, dann baue ich mir doch lieber ein tolles Haus.
Und so sind in diesen 300 Jahren alle die wunderschönen Fachwerkhäuser entstanden, die wir alle kennen. Überall in ganz Mitteleuropa haben wir ganz herrliche mittelalterliche Fachwerkhäuser, die ja heute in der Regel auch mustergültig restauriert sind. So sind in diesen Zeiten all die wunderschönen mittelalterlichen Städte gegründet worden, die wir überall in Mitteleuropa haben, also von Holland bis Norditalien, von der heutigen Tschechei bis Frankreich. Überall haben wir diese herrlichen Städte. Und ich denke mal, so ein Haus eines Handwerkers in Städten wie Tübingen oder Regensburg, die sind ja auch ziemlich hoch, immer 6, 7 Stockwerke teilweise, wenn sie ganz groß sind, das hat sicherlich 10 Jahre Bauzeit gehabt, ich schätze ich mal so. Das war ja auch noch nicht die heutige Technik. Das heißt, er hat 10 Jahre sein ganzes Geld in dieses Haus getan und hat damit vielen Leuten Arbeit geschaffen, die das gebaut haben. Und nach 10 Jahren war das fertig. Mietshäuser waren damals nicht üblich. Da hat jeder ein Haus nur für sich und sein Gesinde, seine Bediensteten gebaut. Und wenn er das hatte, war das Lebenswerk vollbracht. Und hat er weiter viel Geld verdient. Und da hat er gedacht, naja, in diesem Leben bin ich erfolgreich. Wer weiß, wenn ich tot bin, vielleicht sollte ich mal was für die Seligkeit tun, hat er das der Kirche gespendet. Und dadurch ist die Kirche unglaublich reich geworden und hat die herrlichen Dome und Kathedralen gebaut, die wir überall in diesen 300 Jahren errichtet worden sind. In Regensburg, in Straßburg, in Freiburg, in Köln, überall in ganz Mitteleuropa haben wir diese herrlichen Kirchen und Kathedralen. In diesen 300 Jahren sind mit dem fließenden Geld an der Ostsee aus ärmlichen Fischerdörfern blühende Hansestädte geworden, an der Ost- und Nordsee, überall. Das heißt, es waren 300 Jahre, wo Frieden war, wo es überhaupt keinen Krieg gegeben hat und wo die Leute in üppigem Wohlstand gelebt haben nach den Kriterien der damaligen Zeit. Also wir dürfen nicht unsere heutigen Maßstäbe nehmen, wir müssen die Kriterien der damaligen Zeit nehmen. Und ich habe im Geschichtsunterricht von diesen 300 Jahren nichts gelernt in der Schule, weil der Geschichtsunterricht ja nur noch eine Kriegsberichterstattung ist. Und da war 300 Jahre Frieden. Da ist nichts passiert, was man unterrichten konnte. Überhaupt kein einziger Krieg. Und am Ende dieser 300 Jahre, kurz wie sie beendet wurden, die Fürsten sind gierig geworden und haben diese Steuer erhöht, diese Gebühr. Die Gebühr hat auch einen Namen, die heißt heute Demurrage. Demurrage ist die Liegegebühr für Schiffe im Hafen. Also es ist praktisch eine Gebühr dafür, dass jemand Geld hat und es nicht ausgibt. Und die Fürsten haben die Gebühr von 20% auf 30, auf 40 erhöht. Und dann haben sie plötzlich gesagt, 40 ist mir auch nicht genug und haben die Münzen nur noch für ein halbes Jahr gültig gemacht. Und für das andere halbe Jahr müssten neue Münzen getauscht werden. Dann war die Gebühr 60, 70, 80%. Und dann haben die Leute gesagt, das ist ja nichts mehr wert. Was soll ich mit dem Zeug anfangen? Das ist überhaupt nichts mehr wert. Ich zahle nur noch Steuern. Ich 80% Steuern, das ist einfach tödlich. Und dann ist die Wirtschaft zusammengebrochen. Weil einfach, das alles, das war eine Strangulierung. Und dann haben die Leute gesagt, ja, wir wollen richtiges Geld haben. Richtiges, werthaltiges Geld, nicht so ein Zeug, was nichts mehr wert ist. Und werthaltiges Geld war Gold und Silber. Und so kam der Joachimsthaler, der Taler, den wir vorhin hatten. Dann wurde das Silberbergwerk in Joachimsthal, das gehörte damals zu dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, das wurde aktiviert, da kam der Joachimsthal, das waren die Silbermünzen, dann wurden Goldmünzen geprägt, die auch den Wert des Metalls hatten mit einem Prägestempel, der garantiert hat, dass es so und so viel Gramm waren. Und dann hatten die Leute dieses wirklich wertvolle, schwere Geld in der Hand und haben gesagt, das ist ja jetzt was wert. Das brauche ich ja nicht mehr ausgeben. Und dann haben sie das auf die hohe Kante gelegt, in den Bauernhäusern, die Balken oben, das war die hohe Kante, wo es keiner gesehen hat, und haben es nicht ausgegeben. Und nachdem kein Geld mehr ausgegeben wurde, ist die ganze Wirtschaft zusammengebrochen. Da konnte auch keiner mehr Geld einnehmen. Und dann kam die böse Zeit des Mittelalters, wo die dann gefragt haben, wer ist schuld? Und dann haben die Fürsten gemerkt, sie haben nichts mehr zu essen. Und dann haben sie angefangen, Krieg zu führen und haben den Nachbarn erobert, um die Ernte zu kriegen vom Nachbarn. Und dann kam ein Krieg nach dem anderen, dann kam der 30-jährige Krieg und dann kam die Pest. Und dann wurde gefragt, wer ist schuld an all dem Übel. Dann waren die Hexen schuld, die sind dann auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden, die Frauen, die rothaarig waren. Und dann waren die Ketzer schuld, das waren dann Männer und die sind in Fässer gesteckt worden. Durch die Fässer sind außen so lange Nägel geschlagen worden
Und dann ist das Fass geschlossen worden und das Fass ist oben mit dem Mann drin, mit dem Ketzer drin, vom Berg runtergeholt worden. Als er unten ankam, war er tot. Also das war diese ganz schreckliche Zeit des Mittelalters, von der dann der Geschichtsunterricht wieder spricht und dessen Vorstellung wir jetzt vom Mittelalter haben. Aber diese goldene Zeit vorher, die ist praktisch mir erst bekannt geworden, als ich mich mit diesen Gelddingen ein bisschen tiefer beschäftigt habe. Das könnte man heute leicht wieder haben. Das könnte man heute ganz leicht wieder haben, viel leichter als damals. Die Zentralbank, also die EZB, müsste nur ein paar Rädchen drehen. Die müsste nur sagen, von allen Girokonten wird monatlich, nehmen wir mal eine Hausnummer, 0,8% abgebucht vom Bestand, des Durchschnittsbestand des Girokontos in einem Monat. Und das wäre im Jahr ungefähr 10%. Und bei Bargeld ließ sich das auch locker machen. Es gibt heute Chips und Magnetstreifen, wo man einfach das programmieren kann. Und wenn Sie mit einem 50-Euro-Schein zur Bank gehen, sagt die Bank, der ist nicht mehr gültig, der muss aufgeladen werden. Das kostet 1,50 Euro, dann ist er wieder 50 Euro wert. Und so ein Automat oder so ein Prüfgerät könnte jeder Einzelhändler haben, um zu wissen, ob die 50 Euro, mit denen Sie zahlen, wirklich noch 50 Euro sind oder ob Sie ein bisschen mehr zahlen müssen. Das ließe sich auch in die Mobiltelefone integrieren, sodass wir sogar selber nachschauen können, nee, den Magnetstreifen muss man aufladen. Und dann sagt man, nee, du hast mir nicht 20 Euro bezahlt, sondern nur 19,50 Euro. So viel ist der Schein nur noch wert. Also es wäre alles möglich. Und dann müsste aber eine Treppe sein. Sofort verfügbares Geld, also Bargeld oder auf dem laufenden Konto, auf dem Gehaltskonto, das müsste halt 0,8% zum Beispiel sein. Wenn ich das Geld aber anlege auf ein Jahr, muss es weniger sein. Wenn ich es anlege auf 3 Jahre, noch weniger. Und wenn ich es langfristig anlege, muss die Gebühr ganz wegfallen. Und dann werden viele sagen, ich will die Gebühr nicht zahlen, genau wie die Handwerksmeister, die reichen Leute im Mittelalter. Ich investiere oder weil ich das selber nicht kann und nicht weiß, gehe ich zur Bank und sage, investieren Sie für mich, machen Sie mir ein Angebot mit Bankprodukten, dass ich die Gebühr nicht zahlen muss. Und die Banken haben praktisch die gleichen Aufgaben wie heute, nur mit neuen Rahmenbedingungen von der Zentralbank. Und dann würde die Umlaufgeschwindigkeit sich verstetigen. Das heißt, wir würden alle schauen, dass wir vor Monatsende uns entschieden haben, es entweder auszugeben oder zu investieren oder was zu kaufen oder es zu verschenken oder es langfristig anzulegen. Das wäre eine stetige Umlaufgeschwindigkeit. Und wenn wir die hätten, könnte die Zentralbank die Inflation völlig ausmerzen. Wir könnten null Geldentwertung haben. Wir haben heute zwischen 2-3% Geldentwertung aus dem einfachen Grund, weil die Inflation allein, weil der Zinssatz alleine nicht ausreicht, um das Geld wieder in den Kreislauf zu locken. Und deshalb braucht es noch Inflation, die bewusst produziert wird von der Zentralbank, damit die Leute das Geld überhaupt wieder ausgeben und nicht zu Hause unter dem Kopfkissen aufheben. Das heißt, diese Notwendigkeit würde wegfallen, weil der Umlauf garantiert wird durch die Gebühr. Und dann hat das noch einen ganz anderen Effekt. Das machen sich die wenigsten klar. Ich habe hier meinen Computer mitgebracht. Dieser Computer, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, was der gekostet hat, sagen wir mal 1000 Euro. Von diesen 1000 Euro sind ungefähr die Hälfte Zinsen. Denn um den Computer zu produzieren, gibt es eine Fülle von anderen Fertigungsstätten, die irgendwelche Teile produzieren, die am Schluss nur zusammengebastelt werden. Dann gibt es Softwareproduzenten, die riesen Computer haben, die Software produzieren, die reinkommen, Betriebssysteme, alle möglichen Geschichten. Das sind bei so einem Computer vielleicht 40, 50 Stufen der Wertschöpfungskette, wie die Fachleute das nennen, wo überall was Kleines produziert wird und am Schluss ist das Endprodukt da. Und das Letzte in der Wertschöpfungskette ist der Einzelhändler. Davor kommt der Großhändler, der Versand. Das gehört auch alles dazu, denn ich muss es ja irgendwo kaufen. Ich kann ja nicht direkt zu irgendeiner Fabrik gehen. Und in dieser Wertschöpfungskette werden in jeder Stufe in der Kalkulation für die Investitionen dieser Fabrik oder dieser Fertigung oder dieser Softwareproduktion werden Zinsen reinkalkuliert, in jeder einzelnen Stufe. Und wenn wir die Zinsen in all diesen Stufen zusammenrechnen, kommen am Schluss beim Computer ungefähr 50% raus. Wenn Sie eine Flasche Wasser haben, eine Flasche Bier oder eine Flasche Wein, sind ungefähr 30% Zinsen drin, insgesamt. Das sind auch die Investitionen für die Erntemaschinen mit drin und für die Abfüllmaschinen und für die LKWs, die das alles verteilen, das ist alles mit drin. Wenn Sie eine Wohnung haben oder ein Haus, völlig egal, dann haben Sie ungefähr 75% Zinsen drin.
Das heißt, wenn Sie ein Haus für ein Haus für 400.000 Euro kaufen und Zinsen weg wären, dann könnten Sie das gleiche Haus für 100.000 Euro kaufen. Wenn Sie 1.000 Euro Miete bezahlen und Zinsen weg wären, würden Sie für die gleiche Wohnung nur 250 Euro Miete bezahlen. Und wenn wir dann noch berücksichtigen, dass der Zinsdienst der zweitgrößte Brocken in den öffentlichen Haushalten ist, in allen öffentlichen Haushalten, dann rechnen Sie das zusammen und sehen Sie, dass wir im Schnitt 40% Zinsen in den Produkten haben, im Schnitt aller Produkte, plus die Steuern, die für Zinsen gezahlt werden. Wenn Sie das zusammenrechnen, können Sie vom Ergebnis ganz grob rechnen, wenn es Zinsen nicht gäbe, dann hätten wir alle mit dem, was wir heute verdienen, die doppelte Kaufkraft. Das heißt, wir würden alle doppelt so weit kommen, entweder indem unsere Löhne und Gehälter im Schnitt auf das Doppelte steigen würden, bei den heutigen Preisen, oder aber indem die Preise sinken oder wahrscheinlich ein Mix von beiden. Und dann ist noch ein Effekt, wenn ich immer frage, wer braucht denn das Doppelte von dem, was er heute hat, dann sind ganz viele Leute, die sagen, ich bin eigentlich zufrieden. Ich habe alles, was ich brauche. Mein Lebensstandard ist gesättigt. Ich habe keine großen Anschaffungen mehr vor. Höchstens mal irgendeine Autoreparatur oder alle 10 Jahre mal ein neues Auto. Das ist keine Geschichte. Das kann man regelmäßig ansparen. Aber ich würde, statt das Doppelte zu haben, lieber die Hälfte arbeiten. Es sind viele, die das sagen. Wenn das statistisch nur so viele wären, wie heute arbeitslos sind, wäre damit mit dem fließenden Geld auch die Arbeitslosigkeit weg. Natürlich, das gilt nicht in jedem einzelnen Fall. Natürlich, das ist völlig klar. Aber nur um Ihnen mal zu zeigen, wie großartig die Ergebnisse wären. Und in diesem System könnte man nur noch durch Arbeit reich werden. Man könnte nicht mehr durch Geld reich werden. Denn das Geld vermehrt sich nicht mehr von selbst. Das ist das Geheimnis. Und das Problem des heutigen Systems ist, dass Geld sich von selbst vermehrt, ohne Arbeit. Und ich habe nun schon 20-Euro-Scheine, zwei seit einiger Zeit in der Tasche, ganz dicht zusammen im Dunkeln, die vermehren sich aber nicht. Die machen gar keine Anstalt, nicht zu vermehren. Und die Bank sagt immer, lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten. Haben Sie schon mal Geld arbeiten sehen? Ich habe noch nie Geld arbeiten sehen. Arbeiten tun nur Menschen und Maschinen natürlich. Aber Maschinen sind verlängerte Arme der Menschen. Ich meine, wenn wir Maschinen haben, dann sind wir effizienter. Das ist die Erhöhung der Produktivität, die diese Realwirtschaft ständig steigen lässt, nicht die Realwirtschaft, weil wir immer produktiver werden, immer neue Ideen haben, wie wir es noch besser und noch effizienter machen können. Das ist völlig klar. Aber Geld vermehrt sich nicht von selbst, Geld arbeitet nicht, nur Menschen arbeiten. Und wenn das Geld sich aber vermehren muss aufgrund des Systems, muss es den Menschen, die arbeiten, in irgendeiner Form entzogen werden. Also die gesamte Geldvermehrung muss von denen, die arbeiten, erarbeitet werden. Anders geht das nicht. Das ist das Geheimnis. Und ich denke, dieser Zusammenhang ist so furchtbar einfach, dass es eigentlich erschreckend ist. Weil Geld sich nun ständig vermehren muss und der Finanzsektor so unglaubliche Forderungen an die Vermehrung hat. Sie wissen, dass die Deutsche Bank eine Eigenkapitalrendite von 25% verlangt. Und wir arbeiten mit mittelständischen Unternehmen, da gibt es nicht einen einzigen, der so viel Rendite erwirtschaftet. Das ist einfach nicht möglich, mit ehrlicher Arbeit so viel Rendite zu erwirtschaften. Es geht schlicht nicht. Und die Bank verlangt das aber, weil sie das ihren Aktionären bieten will. Und das übt einen Druck aus auf die mittelständischen Unternehmen, die das auch zeigen müssen, dass sie das können. Und das können sie aber nicht. Und deshalb wird das Geld abgezogen, von dem produktiven Sektor und im Finanzsektor angelegt.